Also ich ziehe insgesamt eine positive Bilanz. So der größte Erfolg für uns, beziehungsweise auch für mich, war das erfolgreiche Volksbegehren gegen die Studiengebühren. Das hat uns viel Sympathie gebracht. Wir waren noch nie so häufig, wie in den vergangenen 5 Jahren, sie auf der Straße haben mit den Leuten gesprochen. Positiv war auch unsere Initiative für das generationenfreundliche Einkaufen. Da haben wir über 20 Veranstaltungen gemacht. Und ein dritter Punkt, der uns wichtig ist, das Ehrenamt kommt in die Bayerische Verfassung. Das war eine Initiative der Freien Wähler. Ehrenamt braucht auch Strukturen und die müssen finanziell unterstützt werden. Und ein vierter und letzter Punkt ist, wir haben der Staatsregierung klargemacht, dass das Thema Fluglärm nicht nur ein Problem in München ist, sondern auch im Bayerischen Untermain vorkommt. Und jetzt sitzen Vertreter der Staatsregierung in der Fluglärmkommission, das ist ein Antrag der Freien Wähler, dem alle zugestimmt haben.